Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr es im Titel lesen könnt, gibt es heute ein Teddy-Haul quasi. Bei Teddy gehe ich eigentlich nur einkaufen, wenn ich irgendwie so Bastelzeug will oder so, weil die echt eine riesen Auswahl an richtig, finde ich, preisgünstigen Papier, Bastelzeug und generell so schreibbaren Sachen haben. Und ich finde halt gerade auch, dass es da nicht auffällt, wenn da irgendwie ein Papier nur 1 Euro kostet oder so, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen zeige ich euch mal, was ich mir heute alles gekauft habe. Natürlich, wie eben schon gesagt, ganz viel Bastelzeug. Und ich würde sagen, wir legen mal mit dem eher unspektakulären los. Und zwar habe ich mir zweimal, weil ich dachte, das wäre für die Schule vielleicht später ganz praktisch, für jeweils 3 Euro so eine Blöcke gekauft. Also einmal in Blau und einmal in Grau. Und die sind halt kariert, weil ich schreibe eh lieber in kariert, also aufkariert. Und dann hat man hier hinten so eine Registerkarten drin, die man nach Belieben rausnehmen und umsetzen kann. Und ich fand das ziemlich cool, weil dann kann ich das, weil auch gerade hier oben, hier seht ihr das, ist halt so eine Zeile und so, wo man halt nochmal eintragen kann. Und ich fand das ganz cool, da kann man halt dann zum Beispiel irgendwie einen Themenbereich reinschreiben und alles Übungen und Schriften und so zu dem Thema da rein. Und dann kann ich mir das dann da, die Registerkarte da reinsetzen und dann kann ich später, wenn ich mal für einen Test oder für eine Prüfung oder so üben muss, weiß ich genau, welches Themenfeld in welchem Abschnitt ist und so. Fand ich an sich eine coole Idee. Ich hoffe, dass sich das auch so umsetzen lässt. Und ja, dann habe ich erstmal 2 Blöcke davon. Ich hoffe, dass sie das auch lange haben. Falls es gut ist, vielleicht brauche ich noch mehr. Dann legen wir weiter los, auch mit was echt recht unspektakulärem. Und zwar habe ich mir für, ja, 1 Euro, glaube ich, ja, 1 Euro, so einen ganz normalen Ordner gekauft, wo man so Versicherungszeug so reinheftet, weil, ja, meiner für 2016 ist irgendwie schon von den Registerkarten total voll, deswegen muss ich noch mehr, brauche noch mehr Platz und habe hier noch für 2 Euro so eine Registerkarten geholt, die mache ich da rein, dann muss ich das umheften. Ich finde das so anstrengend, dieses ganze Sortieren. Ich meine, es ist wichtig, dass man es findet, aber ich habe immer so einen Stapel mit ganzen, ja, versicherten Scheinen und alles, was so kommt, was man so wegheften muss für irgendwelche Ämter, für irgendwelche Rechnungen und so. Dann sortiere ich das irgendwann mal ein, wenn der so riesig ist, der Berg. Machen wir weiter mit irgendwelchen schönen Bastelsachen. Und zwar habe ich mir jetzt einen Kalender bestellt, weil mein Kopf, also wenn ich jetzt keinen Hut auf hätte, habe ich das Gefühl, also ein Cappy, würden meine Gedanken so. Ich versuche mir echt viel zu merken, aber ich habe das Gefühl, ich vergesse leider immer wieder irgendwas. Ich habe mir schon so oft vorgenommen, schreib Kalender, schreib Kalender, schreib Kalender. Und immer wenn ich dann machen soll, vergesse ich es. Dann schreibe ich es mir manchmal ins Handy und dann vergesse ich aber die Uhrzeit richtig einzustellen oder so. Und jedenfalls habe ich mir jetzt einen schönen Kalender bestellt. Und ich habe mir jetzt ganz fest vorgenommen, ich habe ganz viele Videos geguckt, wie Leute ihre Kalender schön machen und so Filofax-Sachen. Und ich wollte mir keinen Filofax kaufen, weil das ist mir zu teuer und dieses klobige Ding, das war irgendwie nicht meins. Und ich zeige euch den gerne, wenn ihr wollt, wenn der Kalender angekommen ist, wie ich den dekoriere. Wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr dem Video einen Daumen hoch geben oder müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, dann weiß ich das. Jedenfalls will ich da so voll eskalieren, dass ich das auch nicht vergesse, da reinzuschreiben. So ist mein Plan. Und dafür habe ich jetzt ganz viel gekauft. Als erstes habe ich mir hier zweimal so einen Stift gekauft, jeweils für 1 Euro. Eigentlich wollte ich diese Originaldinger haben, die mit diesem komischen Tribal, die sehen zwar ein bisschen blöd aus, aber die hatten die nicht. Und zwar für jeweils 1 Euro, einmal einen blauen und einmal einen schwarzen, so einen Korrekturkugelschreiber. Ich will mit dem schwarzen in den Kalender schreiben, weil ich es einfach schöner finde. Und der blaue vielleicht eher so für Schule oder so, weil, ja, man muss ja meistens auch, wenn man unterschreibt, muss man auch mit blau unterschreiben und so, dass man das von der Kopie unterscheiden kann, bla bla. Aber im Kalender, ich finde einfach schwarz auf weiß irgendwie viel schöner. Deswegen, eigentlich will ich lieber mit schwarz schreiben, habe aber gleich beide mitgenommen für 1 Euro. Ich hoffe, die schreiben auch gut und radieren sich auch gut weg. Weil 1 Euro ist schon echt günstig. Mal gucken, ob sich das dann lohnt oder eher nicht. Dann habe ich mir einmal für 1 Euro 32 Blatt, krass, 32, doch 32 Blatt, 8 Stück, so eine Aufkleber geholt, weil ich dachte, vielleicht, wenn ich mal richtig Langeweile habe, oder vielleicht fange ich jetzt auch schon an, kann man da super süß eigene Sticker drauf malen. Bin so mäßig künstlerisch, also ich kann schon zeichnen, aber jetzt meistens ist es dann nicht meinen Anforderungen genug, wie ich es mir im Kopf vorgestellt habe. Keine Ahnung, ich versuche es einfach mal. Und vielleicht, also gerade so eine einfachen Sachen wie so eine, weiß ich nicht, Schneeflockenherzchen und sowas kann man ja auf jeden Fall machen. Und dann dachte ich mir, ja, habe ich so ein paar Aufkleber, die ich mir selber basteln kann, ist an sich nicht eine schlechte Idee. Dann
haben wir dreimal was Ähnliches. Und zwar habe ich mir Blöcke gekauft mit Designpapier, also mit so Motivpapieren. Und die, finde ich, sind mega gut. Die sind von Preis-Leistung. Ich habe jetzt hier diesen Block zum Beispiel für 2 Euro. Und es ist auch wirklich ein richtiger, also es ist ein richtig dicker Karton. Also es ist jetzt kein richtiges Laberpapier, sondern es ist schon echt gutes Papier. Und es ist halt so, also wartet, ich zeige euch das irgendwie. Da sind halt so richtig, ja, richtig schöne Motive einfach. Halt so richtig, ich dachte halt so als Deko oder so als Blätter zwischendrin oder irgendwie so. Man braucht immer so schönes Papier. Und ich habe davon halt noch 2 andere. Dieser hier ist so ein längliches Format. 2,50 Euro hat der gekostet. Da sind auch super coole Sachen drin. Mal gucken, ob man das so zeigen kann. Halt so eine Basics und hier so eine Wahlkarten. Irgendwo sind auch noch Anker oder nee, gar nicht Steuerräder. Hier, die finde ich auch ziemlich cool. Ja, einfach so super schön. Und jetzt auch nochmal ein Block. Hui, ein riesengroßer. Und der hat 4 Euro gekostet. Aber dafür, dass der so groß ist und da sind auch, wie viele Blätter? 24 Blätter mit zweimal? Nee, gar nicht. Hier steht 24 Blätter mit 2x24 Motiven. Das kann doch gar nicht sein. Dann sind es doch... Hä? Bin ich dumm? Oder sind es dann 48? Na egal. Jedenfalls Blätter. Ach so, weil die beidseitig sind. Ah, gut. Ja, die sind beidseitig. Also 24 Blätter. Aber halt auch... Der hat, finde ich, die allerschönsten noch. So, da sind richtig, richtig schöne Motive bei. Richtig gut. Und ja, dann haben wir noch so Kleinscheiß. Und zwar habe ich einiges an Kleinscheiß gekauft. Ich habe hier zweimal so einmal dieses Motivklebeband. Das ist, denke ich mal, so ähnlich wie Washi-Tape, nur dass man es nicht wieder abziehen kann. Das ist eher wie Klebeband, aber mit Bild drauf. Und das hat 1 Euro gekostet. Ich weiß nicht, ob ihr das durch die Folie erkennen könnt. Werd mal scharf. Ja, also ich finde hauptsächlich das hier süß. Da sind so Muffins und Erdbeeren drauf. Und das hier unten, dieses Dunkle mit den Blumen. Ach so, ich habe übrigens eine tiefe Stimme, weil ich schon wieder erkältet bin. Aber ich denke mal, da muss ich euch nicht mehr viel zu erklären. Dann haben wir hier ein Glitterklebeband. Also, beziehungsweise 2. Einmal in Blau und einmal in Pink. Das Pink ist mir eigentlich ein bisschen zu grell, aber das Blau war schön. Und deshalb habe ich das mitgenommen. Vielleicht dekoriere ich damit mal irgendwie was. Dann habe ich Post-its geholt. Also so eine Haftnotizzettel in Hochdeutsch. Jeweils 1 Euro. Einmal hier so eine Pfeile, also so ein Pfeil und dann halt diese kleinen Post-its, so in Pastelltönen. Ich werde wahrscheinlich von dem Pfeil auch nur, ja, ich denke mal wahrscheinlich grün, weil ich grün irgendwie am liebsten mag. Oder rosa. Und halt hier von denen auch ein paar hinkleben, damit ich mir immer ein paar schnell was raufkritzeln kann und das reinpinnen kann, dass ich das nicht vergesse, schön zu übertragen. So ist zumindest der Plan. Ich versuche mal, ob ich das durchhalten kann. Dann habe ich mir von Städtler Stifte, Filzstifte für 15 Euro. Also nicht so ultra schnapper, aber ich würde sagen so Durchschnitt für die Stifte. Das sind halt so eine Filzstifte, ganz normale. Ich mag die Marke halt echt recht gerne und gerade diese Filzstifte, die haben auch wirklich eine Spitze, sodass man auch schön was nachmalen kann, weil ich mag das total gerne, wenn ich Seiten gestalte, so gerade auch in der Schule so, muss Überschriften immer nochmal schön nachmalen in verschiedenen Farbschemen, damit ich mir das merke, weil ich da einfach voll der visuelle Typ bin und das voll brauche, dass ich weiß, ach ja, die Seite mit dem Lila und wo das da unten. Und deswegen brauche ich immer so Stifte und ja, Stifte. Dann habe ich noch 2 Kleinigkeiten und zwar sind das so Stempelchen. Einmal hier so ein, also habe ich mir so ein kleines schwarzes Stempelkissen geholt. Ich habe auch noch so eine andere Stempelkissen, aber die würde ich euch dann in dem anderen Video zeigen. Dieses Mini-Ding hat 75 Cent gekostet. Also überlebt man. Und ich hoffe, dass es nicht so schnell austrocknet. Ich habe, wie gesagt, mir schon ein paar andere Kleinigkeiten zum Basteln geholt. Die würde ich euch dann aber in diesem Kalender-Deko-Video insgesamt zeigen, wenn ich die halt eben benutze. Und hier haben wir so ein kleines, auch für 1 Euro, so eine Stempel mit hier einmal pink und einmal rot. Und dann hat man hier so eine kleine Mini-Stempel, einmal wo eins mit I heart you, dann hier so, ja, ein Herz, ein Schmetterling und eine Blume. Ich dachte halt einfach nur so, vielleicht mal so, gerade Frühling oder so, so als Deko mit dazwischen. Und das fand ich ganz süß. Deswegen habe ich gedacht, also ich glaube, die Kissen werde ich vielleicht nicht benutzen, weil wie gesagt, ganz schön knallig. Aber ich habe ja noch andere Stempelkissen, da kann ich auch mal was benutzen von und dann habe ich so ein bisschen sowas zum Zwischendrin dekorieren. So zumindest der Plan. Wie gesagt, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr da ein Video zu sehen wollt, wie ich meinen Kalender
bebastel, dekoriere, wie auch immer. Ich bin voll aufgeregt. Ich hoffe, der kommt bald an. Ich glaube, der müsste nur noch so, ich glaube, 2 bis 6 Tage dann. Ich habe ihn schon versandt. Dann müsste er bei mir sein. Und ich kann es kaum erwarten. Ich möchte endlich mein Leben organisieren. Und ich möchte es basteln. Und ja, wie gesagt, wenn euch das interessiert, dann Daumen hoch oder in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dieser Teddy-Haul hat euch gefallen. Es ist das erste Mal, dass ich einen Teddy-Haul gemacht habe, weil ich, wie gesagt, selten dahin gehe. Einfach nur, wenn ich Bastelzeug hole. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr auch so einen Planer macht und so schön macht oder ob ihr einfach nur alles reinkritzelt oder ob ihr versucht, euch alles zu merken und auch Dinge vergesst, so wie ich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Ciao.